wird sich darum organisieren, wo dein Becken tatsächlich positioniert ist. Richtige Position gebracht hat, können sich die anderen Körperteile leichter darum organisieren. Ich fange also immer an, dem Reiter erstmal die richtige Beckenposition zu zeigen. Den Rest kann man dann danach. Hi, ich bin David von der Calm Horse Academy. Im folgenden Video erwartet dich wie immer super interessantes Pferdewissen. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst und auch direkt auf diese kleine Glocke dann klickst. Das kostet dich wirklich nichts, aber durch dein Abo hilfst du uns und motivierst uns natürlich, noch mehr tolles Pferdewissen zu verbreiten. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Video. Es ist kurz vor 8 morgens und du bist schon am Stall. Wolltest die Stille, die Kühle, die Ruhe genießen am Morgen und du reitest dein Pferd. Und es ist einer dieser Tage, wo es alles zusammenfällt, wo du diese Momente hast, wo du diese Verbindung mit dem Pferd spürst, wo du spürst, dass du einen guten Sitz gefunden hast, dass du mit deinem Sitz, mit deinem Pferd kommunizieren kannst. Und wo es sich anfühlt, als wärt ihr eins. Hallo, mein Name ist Carla Bauchmüller und ich möchte dir heute gerne ein paar Tipps geben, wie du diesem Wunschbild ein bisschen näher kommen kannst. Wir haben das alle im Hinterkopf, dass wir so gerne wirklich diese Verbindung zum Pferd haben wollen. Und Sitz ist interessanterweise wirklich ein Weg da rein. Eine meiner Kundinnen sagte letztens, wenn ich einen besseren Sitz finde, verbinde ich mich mehr mit dem Pferd. Ich kann auf viel subtilere Art mit meinem Körper, mit meinem Pferd kommunizieren. Und das gibt dieses Gefühl der Einheit und des etwas Zusammenmachens. Also möchte ich heute gerne ein paar Tipps erarbeiten, wie ihr euch positionieren könnt im Sattel. Was heißt Reiten aus der Körpermitte eigentlich? Ich werde das Zentrieren nennen auch. Und wofür ist das wirklich nützlich? Die Übung, die wir zusammen machen werden, ist vor allen Dingen die Position des Beckens. Und das ist tatsächlich natürlich für alle Reiter, egal auf welchem Niveau man reitet, egal welche Art Reitweise man ausübt, ist eigentlich vollkommen egal. Es ist immer diese Position des Beckens, die entscheidend ist für den Sitz. Und nicht nur für den Sitz, sondern auch tatsächlich, was passiert mit unseren Emotionen? Wann kommt Angst auf? Wie kann ich sogar mit Angst anders umgehen, wenn ich mich anders positioniert habe, anders zentriert habe, dadurch anders atme und so weiter und so weiter. Also, zentrieren, tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Lass es uns also zusammen machen. Wenn es heißt Reiten aus der Körpermitte, Körpermitte ist tatsächlich der Beckenbereich. Und der Beckenbereich ist derjenige, auch die Sitzknochen und so weiter, der tatsächlich das Zentrum der Kommunikation mit deinem Pferd ist. Die Sitzknochen arbeiten in dieser feinen Kommunikation mit dem Pferd. Je besser du das raus hast, umso weniger musst du noch mit den Händen machen. Und natürlich dein ganzes Gleichgewicht wird sich darum organisieren, wo dein Becken tatsächlich positioniert ist. So. Deswegen ist das Becken eine ganz wichtige Angelegenheit. Oft sind wir uns aber nicht darüber bewusst, wo das Becken jetzt wirklich genau ist. Was gehört eigentlich alles dazu? Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und deswegen möchte ich heute gerne mit dir da mal einmal durchgehen und die verschiedenen Teile des Beckens tatsächlich auch ertasten, erkunden und rauskriegen, wo ist die Position, die ich im Sattel dann tatsächlich brauche und die für mich da tatsächlich nützlich ist. Lass uns direkt mal einsteigen in eine Übung. Und zwar möchte ich erstmal, kleine Anatomiestunde, ich habe hier meinen etwas knochigen Freund mitgebracht,
kleine kurze Anatomiestunde einfach einmal kurz schauen, wie das Becken tatsächlich aussieht, dass man überhaupt eine Idee hat, was da in einem selber vorgeht. So, wenn ihr euch das Becken also anschaut, das ist geformt, eigentlich wie so eine Schüssel geformt. Ne? Also hier hinten der hintere Teil, wenn man sich dann noch die Bauchmuskulatur vorstellt, hat das in gewisser Weise Ähnlichkeit mit einer Schüssel. Darauf werden wir nachher nochmal zurückkommen. Lasst uns erstmal ertasten hier diesen Bereich hier oben. Na, hier, ich stehe mal kurz auf, dieser Bereich. Ja, das mal einmal kurz ertasten auf beiden Seiten. Einfach nur da mal Hallo sagen sozusagen. Mal gucken, wo ist das denn eigentlich alles so genau? Ja, und so die Hände in die Hüften stützt, dann hätte man seine Hände tatsächlich hier oben auf diesem Bereich. Wichtiger noch fürs Reiten allerdings die Gesäßknochen. Ja, was manchmal wirklich gar nicht so bewusst ist und was man manchmal auch gar nicht so ganz genau, vielleicht intellektuell weiß, aber gefühlsmäßig gar nicht so genau weiß, ist, dass die Gesäßknochen, die Sitzknochen tatsächlich Teil des Beckens sind. Die bewegen sich nicht unabhängig vom Becken. Es fühlt sich manchmal so an, als täten sie das, aber sie sind tatsächlich Teil des Beckens. Halt's noch mal ein bisschen ran. Ja, wenn ihr hier seht, hier unten, da dieses Ende der Schaufel da quasi, das ist der Gesäßknochen und der ist ganz fest verbunden mit dem ganzen Becken. Ja, also lasst uns mal einen kurzen Moment Zeit nehmen, die Gesäßknochen zu ertasten oder zu erfühlen. Und zwar setzt euch auf eine Hand drauf, also machen tatsächlich erstmal nur eine Seite. Wenn eure Arme lang genug sind, ich habe Abnahme, bei mir ist es leicht, ne? Aber wenn eure Arme lang genug sind, dann könnt ihr sogar die Handfläche unter den Gesäßknochen packen. Sollten die Arme etwas kürzer sein, dann vielleicht nur die Fingerspitzen, also aufpassen, dass ihr euch nicht verzieht da drin. Einfach mal die Hand unter den Gesäßknochen. Wenn ihr auf einem relativ festen Stuhl sitzt, funktioniert das besser. Es ist zwar nicht ganz angenehm, aber auf die Art und Weise werdet ihr es besser spüren, als wenn ihr jetzt im Sofa zum Beispiel sitzt. So, und dann mal einen Moment wirklich nur entspannen, soweit das so möglich ist in der Position. Den Gesäßknochen einfach mal in diese Hand so reinsinken lassen. Mal merken, wie das wirklich das Gewicht da auf die Hand, auf den Sitz zunächst mal ruht. Fühlt sich ulkig an, ne? Diese halbrunde Ding da. Jetzt kann man sogar eine Bewegung mal machen mit dem Becken, wo du dein Becken erst etwas hohl, also den Rücken, unteren Rücken hohl machst. Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten Teil findest du entweder kostenlos während dem Kongress oder du kannst dir alle Videos sichern, wirklich zum Downloaden, zum immer wieder anschauen. Hier unten in der Videobeschreibung, da findest du alle Details dazu. Ansonsten eine kurze Erinnerung, auch von der Fee. Fee, was sagst du? Genau, bitte YouTube-Kanal einmal abonnieren. Das kostet dich nichts, das hilft uns aber wirklich, noch mehr Wissen zu verbreiten. Und ich freue mich, wenn du hier gleich auf Abonnieren und dann auch auf die Glocke klickst. Bis dann.